Ihr habt ja sicher lange herumgetan und habt Rückschläge einstecken müssen wahrscheinlich, oder? Also zur Frage, wie sich die Pfeifnudel entwickelt hat, sie hat sich natürlich nicht selber entwickelt, sondern wir haben sie entwickelt. Es hat aber am Anfang ein paar Versuche gegeben, die sind nicht ganz geglückt, mit selber gemachten Nudelteig zum Beispiel. Da das war so eine Trockenvorrichtung, da waren wir auch eher, da sind wir eher dran gescheitert. Das war die Nudel gewesen, wenn man reinblasst und da, wie die Mainpfeife. Alles ein bisschen filigran, gell? Das wäre schon recht stabil gewesen und erfolgsversprechend. Der einzige Fehler ist, es klingt nicht. Dort, wo der Luftstrom gebrochen wird, das ist noch nicht ausgereift gewesen. Das war mal ein ganz guter Versuch. Ein bisschen was hört man, aber die Form passt noch nicht ganz. Da waren wir doch schon am richtigen Weg. Die, glaube ich, pfeift. Das ist die Nudel mit Ei, das ist die Nudel ohne Ei. Geht nix. Und das sind alles Sachen, auf die muss man zuerst mal drauf kommen. Es ist statistisch einfach erwiesen, dass in Ländern, wo es die Buchstabennudelsuppe gibt, dass dort wenig Analphabeten gibt. Und die letzte PISA-Studie hat da gezeigt, dass Österreich in der musischen Früherziehung sehr, sehr schlecht abschneidet. Und da möchten wir jetzt einfach was dagegen tun und deswegen haben wir die Pfeifnudel erfunden. Es ist eine Entwicklung. Wir haben echt viele, wir haben angefangen selber einen Nudelteig herzustellen und aus dem selber gemachten Nudelteig Pfeifnudeln zu produzieren. Das war aber zu umständlich und dann haben wir uns gedacht, bevor wir selber ein Ei, also den Nudelteig machen, nehmen wir es mit Formen, die es schon gibt. Und da sind wir eben auf andere Sachen draufgekommen, dass zum Beispiel die Vollkornnudel, egal wie groß oder wie klein oder welchen Durchmesser sie hat, dass die einfach nicht pfeift. Gell? Uns ist es noch nicht gelungen. Wir haben auch nicht weiter geforscht, weil das auch nicht das Ziel war, eine Vollkornnudel zum Pfeifen kriegen, sondern einfach irgendeine Nudel. Das ist sozusagen, aus dem Rest kann man immer noch zwei bis drei Pfeifnudeln herstellen. Das war Forschung, das machen wir jetzt seit über einem halben Jahr. Wir haben jetzt den Eingangsstempel vom Patentamt, also röhrenförmige, hohle Teigwaren, die pfeifen, darf man nur verkaufen und herstellen, wenn man uns vorher fragt. Na, möglich ist viel, eben. Musikinstrumentebau ist jetzt eigentlich seit 50 Jahren auf der Stelle getreten und ich glaube, jetzt könnte es wieder einen innovativen Schub nach vorne geben. Wir machen weiter, wir sind erfolgreich mit dem jetzt, gell, weil es klingt, das war ja wirklich das, was wir wollten. Und schauen wir, was als nächstes kommt, was für Instrumente.